Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Seid ganz herzlich gegrüßt hier auf diesem YouTube-Kanal Himmlische Kinder, Engel Christiane und Engel William. Ich bin Engel Christiane und ich bin die Enkeltochter von Gottvater und im himmlischen Recht die Tochter von Jesus Christus, seinem Sohn. Ich bin der zweite von insgesamt 6 Erdenengel in Menschengestalt, die von Gott Vater auf die Erde abgesandt wurden, um hier auf YouTube für ihn sein Wort zu verkünden. Meine Aufgabe ist es, die Menschen auf dem Weg zu meinem Großvater zu begleiten und zu unterstützen und euch so zurück in den göttlichen Ursprung, nämlich das wahrhaftige Sein, und damit auch in ein glückliches, erfülltes und freies Leben zurückzuführen. Ich bin auch spirituelle Heilerin, Kartenlegerin sowie auch Persönlichkeits- und Bewusstseinsmentorin. Und wer möchte, kann sich auf seinem Weg mit Reiki, einer persönlichen Kartenlegung oder auch einem persönlichen Coaching unterstützen lassen, wodurch man in seiner persönlichen Entwicklung schneller voran und damit auch in der vollständigen Heilung schneller ankommt. Die für meine heutige Legung verwendeten Kartendecks sowie meine E-Mail-Adresse und Homepage und Ähnliches findest du wie immer rechts unter dem Videonamen, Videotitel, da ist dieses kleine Wörtchen mehr. Und wenn du da drauf klickst, dann geht diese Infobox auf, aus der du alles ersehen kannst. Auch findest du auf diesem YouTube-Kanal kostenlose Podcasts, die Erzengel Heike mit meinem Großvater erstellt und erarbeitet hat. Und an dieser Stelle rate ich, wie immer, jedem Einzelnen in seinem eigenen Interesse dringend an, sich all diese Podcasts auch anzuschauen, sie ernst zu nehmen und sie dann auch umzusetzen. Du findest auf diesem Kanal auch kostenlose Kollektivlegungen über die Zwillingsseelenverbindung. Doch eine kollektive Legung ersetzt niemals eine persönliche Legung, weil in einer persönlichen Legung eben deine Energie eingefangen wird. Und auch erhältst du in einer persönlichen Legung zusätzliche Botschaften von meinem Großvater für dich, die du in einer kollektiven Legung nicht erhalten kannst und wirst. Wichtig ist also bei einer kollektiven Legung, dass du dir nichts passend machst, was nicht passend für dich ist. Spüre und höre auch gut in dich hinein, was sich für dich persönlich richtig und stimmig anfühlt. Und das mag ein Wort, ein Satz, ein kleiner Teil oder auch die ganze Legung sein. Es ist aber auch möglich, dass du gar nicht mit dieser Legung resümieren kannst. Und beim nächsten Mal ist das vielleicht schon wieder ganz anders. Allein aufgrund dieser Tatsache ist eine persönliche Legung immer besser für dich. Rede dir nicht schön und leugne auch nichts weg, denn damit schadest du nur dir selber. Du blockierst dich dann dadurch in deiner Entwicklung und schlimmstenfalls kommst du vollständig zum Stillstand, was fatal für dich wäre. Personenkarten sind in einer kollektiven Legung geschlechterneutral, das heißt, fällt hier ein König oder ein Herr, kann das genauso gut eine Königin, eine Frau darstellen und auch umgekehrt. Meine Videos sind alle zeitlos und sie haben immer dann Bedeutung für dich, wenn du ein Video von mir angeklickt hast oder wenn dich ein Video von mir gefunden hat. Die Karten deute ich nach der Bedeutung der einzelnen Karte, aber auch nicht ausschließlich, sondern ich erhalte während der Legung auch Botschaften von meinem Großvater, die ich ebenfalls ausspreche. Und zwar genauso, wie ich sie reinbekomme. Also auch in der Tonart, die ich von meinem Großvater mitbekomme. Ich sage dies,
als Vorwarnung, denn mein Großvater ist nicht nur lieb und gütig, sondern er kann sehr wohl auch sehr bestimmend, sehr böse und auch sehr wütend werden. Und zwar immer dann, wenn ein Mensch sich gegen seinen Willen und somit auch gegen den eigenen Seelenplan stellt. Denn im Leben eines Menschen läuft alles nach diesem Seelenplan, der praktisch das Drehbuch deines Lebens darstellt. Zufälle sind eine Illusion des Menschen, denn in Wahrheit gibt es keine Zufälle. Wenn euch mein Video, meine Legung oder mein Kanal gefällt, dann bist du immer herzlich eingeladen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Vergiss dann auch nicht, diese kleine Glocke zu drücken, denn dann wirst du automatisch von YouTube über alles Neue auf diesem Kanal informiert. Ich freue mich auch immer über ein Like oder einen Kommentar von dir. Das alles ist kostenlos, als Zeichen deiner Wertschätzung mir und meiner Arbeit, aber auch als Zeichen deiner Wertschätzung meinem Großvater gegenüber. So, und bevor ich jetzt zu der heutigen Legung komme, möchte ich noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich morgen keine Legung machen werde. Ich werde das noch für morgen auf der Community, auf meinem Kanal, nochmal mitteilen. Dann kommt da noch eine Nachricht für euch. So, und dann wollen wir auch zur heutigen Legung kommen. Bin ich auch gespannt, welche Energien wir hier heute haben. Großvater, ich bitte dich um Schutz für diese Legung. Und was soll dem Kollektiv heute gesagt werden? Was muss ausgesprochen werden? Und was ist wichtig? Was sollte dem Kollektiv hier heute an die Hand gegeben werden? Ja. Ja, danke schön. Was sollte noch hinzugefügt werden, Großvater? Ja, ich gehe gleich noch mal rein und lege es noch mal bestmöglich für euch hin, damit ihr alles sehen könnt. Was sollte dem Kollektiv gegenüber heute unbedingt gesagt werden? Was ist ganz wichtig, Großvater? So, ja, da muss ich gleich nochmal gucken. Der Reihenfolge, alles auf dem Boden. Ja, da muss ich gleich nochmal schauen hier. Ja, ich glaube, es muss so, aber da werde ich gleich nochmal reinspüren, ob diese Position hier richtig ist, diese Reihe. Aber jetzt bräuchte ich noch einmal drei Karten, Großvater, drei Karten, um diese Legung hier klar zu machen. Eins, zwei, und drei. Und so. Und den unteren Kartenrand, den zeige ich euch auch schon mal. Und da haben wir den reichen guten Herrn. Ja, den lege ich schon mal an die Seite. Dann muss ich einmal schauen. Ja. Also gebt mir gerade noch mal einen Augenblick, um hier die Reihenfolge dieser Karten noch mal abzuklären.
So, dann wollen wir einmal schauen. Also du legst dich hier heute ins Kartenbild. Ich habe hier den Herrn, der an eine Dame denkt. Aber wie ich eben in der Begrüßung sagte, bist du, ist diese Karte ein Platzhalter für dich? Also wenn du jetzt eine Frau bist, dann bist du diese Person, die an einen Herrn denkt. Ja, und zwar du bist eine Person, die sich viele Gedanken um ein Gegenüber macht, vielleicht auch um einen Herzensmenschen, und du scheinst dich im Augenblick nicht wohl zu fühlen. Ich habe hier auch die Krankheit liegen. Es kann sein, dass dir viele Dinge Kummer und Sorgen machen, die dich vielleicht sogar schon krank gemacht haben. Es kann auch sein, dass das eine gewisse Hoffnungslosigkeit, Zweifel und Unsicherheiten dich hier in diesen, ja, ich sage jetzt mal krankhaften, negativen Zustand gebracht haben. Es ist etwas, wo du drüber nachdenkst, was auch mit deinem Herzensmenschen zu tun haben kann. Ja, es gibt hier, also ich denke mal, hier werden sich mehrere Möglichkeiten noch darstellen. Es geht um einen Neuanfang, ein Neubeginn. Du möchtest etwas in Gang bringen. Und das scheint etwas mit einer Begegnung zu tun haben, mit deinem Herzensmenschen. Du möchtest, ja, vielleicht sogar deinen Herzensmenschen, die Person, an die du immer denkst, die ständig, ja, in deinem Kopf ist, in deinem Herzen, wo dich ganz viel drum bewegt, innerlich, etwas hier in die Nähe bringen. Du möchtest etwas in die Kommunikation bringen, in eine Begegnung. Ja, wir haben ja das Umwerben. Also alles, was mit einem Umwerben eines Herzensmenschen zusammenhängen kann. Und das mag die Kommunikation sein, ja, die ich hier ja auch liegen habe. Per Kommunikation entweder in eine persönliche Begegnung zu kommen, inwieweit ihr Kontakt habt oder auch keinen Kontakt habt, das weiß ich nicht. Das kann ich hier gerade nicht sehen. Aber der Kontakt bezieht sich auch auf darauf, einen Brief zu schreiben, eine E-Mail zu verfassen, also alles, was möglich ist, um zu kommunizieren, um auch in eine Begegnung zu kommen und auch jemanden, wie soll ich sagen, auch Komplimente zu machen, dem anderen näher zu kommen, ja, etwas auf diese Art und Weise. Aber es befindet sich noch in den Kinderschuhen. Eure Gedanken mögen sich in den Kinderschuhen befinden. Und es geht aber hier um einen Neubeginn, um einen Neuanfang. Der liegt klar hier mit dem, was du in deinen Gedanken trägst, mit deinem Herzensmenschen. Das spiegelt sich ja aufeinander. Du bist auch schon auf einem sehr langen Weg. Du befindest dich in einem langen Prozess. Und du möchtest gerne ans Ziel kommen. Du möchtest auch in dein Glück, in deine Zufriedenheit, in Harmonie. Aber dieser Weg, der hat sich bisher für dich sehr steinig und schwer angefühlt.
Es gab immer wieder Blockaden und Hindernisse. Und ich habe hier auch die Schmetterlinge, die auch auf einen Transformationsprozess hinweisen. Also der besagt, ja, das ist ja auch das Prinzip des Skorpions, dass du vielleicht etwas Altes gehen lassen musst, etwas muss sterben, damit etwas neu beginnen kann. Ja? Das habe ich hier liegen. Dann ist es so, ja, das habe ich jetzt euch aufgezeigt, was hier sehr zentral liegt, ist etwas, was mit Geld zu tun hat. Es kann sich hierbei um unverhofftes Geld handeln, also Geld, mit dem du gerechnet hast oder rechnest, dass du es bekommst, das dir hilft, vielleicht auch deinen Weg weiterzugehen, mag sein. Oder du benötigst für eine andere Angelegenheit hier, ja, vielleicht sogar eine größere Summe. Auf jeden Fall liegt hier das unverhoffte Geld. Irgendetwas kann dir hier positiv finanziell gereicht werden. Und das hängt auch zusammen mit der Kommunikation. Das hängt damit zusammen, dass du vielleicht ein Schriftstück auch verfassen musst. Ja, ich habe eben im Zusammenhang mit der Beziehung, die du im Kopf hast, hatte ich auch mit Social Media hatte ich angeführt, E-Mail, Brief, Kontakt. Mir kommt aber auch gerade rein, dass sich in Bezug auf die Finanzen hier auch ein Dokument eine Rolle spielen könnte. Und das Dokument, also ich bekomme das gerade rein, könnte auch eine amtliche Entscheidung sein, ein Bescheid aus dem öffentlichen Recht. Also irgendeine Angelegenheit der Öffentlichkeit, wo es vielleicht sogar ja, um eine gerichtliche Entscheidung geht. Und das spiegelt sich wiederum auf eine beunruhigende Nachricht, die du empfängst. Und diese beunruhigende Nachricht hat etwas auch mit dem Geld zu tun. Also, da liegen hier, wie soll ich sagen, zwei Möglichkeiten, wo du mal reinspüren musst, ob irgendeine auch finanzielle Angelegenheit zurzeit eine Rolle spielt in deinem Leben, worüber du dir vielleicht auch Gedanken machst, die vielleicht auch schon auf dem langen Weg ist, ja, die schon länger aussteht. Vielleicht steht eine Entscheidung, ein Bescheid einer Behörde schon länger aus und du erhältst hier eine Nachricht. Und diese Nachricht ist eine enttäuschende Nachricht, ja, die dich beunruhigt, die dich desillusioniert, weil sie nicht den Wünschen und Vorstellungen entspricht, wie du es dir erhofft hast. Ja, also da mag etwas kommen, weil hier kommt etwas rein. Und diese Nachricht ist auch etwas, die du schreiben solltest. Ne, von der ich jetzt eingangs, also zuallererst gesprochen habe, die Kommunikation, die hat etwas mit dir zu tun. Es ist eine andere Nachricht. Ja, das sind nämlich zweierlei Botschaften, die hier unterwegs sind. Ja, also wie gesagt, von der negativen Nachricht habe ich gerade gesprochen, die sich auf Geld beziehen kann, die dich beunruhigt. Und die kann im Entferntesten auch mit deinem Herzensmenschen zu tun haben, muss aber nicht.
dann ist es so, ja, du machst dir trübe Gedanken und du scheinst zu erwägen, auch mit einer Person zu kommunizieren, die ich hier habe. Ich habe hier eine gute Dame liegen, eine kluge und weise Person, die sich allerdings auch männlich darstellen kann. Da musst du mal schauen, ob... Also es ist eine Art Ratgeber, eine weise Person deines Vertrauens, die in deinem Leben ist. Und es könnte wichtig sein, dort eine Anfrage zu starten bei dieser klugen Person, die ich hier habe, die weise Person, die dir vielleicht auch öfter schon geholfen hat, die dir zur Seite steht, die dir vielleicht auch in der Vergangenheit schon behilflich war. Da scheint Kommunikation sehr wichtig zu sein. Und diese Person kennst du auch schon länger. Ja, die ist schon eine Zeit lang auf deinem Weg dabei. Ja, ich hatte ja gerade von diesem langen, schwierigen Weg auch gesprochen. Vielleicht auch teilweise problematischer Weg. Du hast ja auch schon, ja, du machst dir viele trübe Gedanken. Deswegen, du hast Kummer und Sorgen. Und das kann in Bezug auf das Geld sein, auf diese finanzielle Angelegenheit, vielleicht auch auf eine behördliche Nachricht, die du erwartest. Und wichtig scheint hier zu sein, die Kommunikation zwischen dieser weisen, klugen Person und dir, dass du da Kontakt aufnimmst. Und es kann auch sein, dass du dich grundsätzlich, während du jetzt unterwegs warst, in diesem langen Prozess, der sich auch als Lernaufgabe darstellt, das ist halt immer so, wenn wir uns in so einem Transformationsprozess befinden, soll ja Altes gehen, wie ich eben auch schon sagte, Neues möchte in dein Leben kommen und du trägst dich ja auch schon ganz stark in Gedanken mit diesem Neuanfang, den ich schon beschrieben habe. Aber dir geht es nicht gut. Du machst dir sehr, sehr viele Kummer, du machst dir viel Kummer und du machst dir sehr viele Sorgen. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, es kann auch sein, dass du dich mit einer Reise beschäftigst, ja, irgendetwas planst, im Hinterkopf hast, was mit einer Reise zu tun hat. Und ich kann im Moment auch nicht sagen, ob es eine Reise ist in die Nachbarstadt oder die weiteste Möglichkeit ist halt die Reise über Kontinente. Ja, also insofern den Bogen spanne ich jetzt einfach mal. Aber dass du dich auf irgendeine Art und Weise auch in Gedanken trägst, planst, eine Reise zu machen. Oder dass eine Reise notwendig ist. Notwendig vielleicht auch, kommt mir gerade rein, hier in die Begegnung mit deinem Herzensmenschen zu kommen. Und dass du dir darüber auch viele Gedanken machst. Um mit diesem Herzensmenschen, wie ich schon sagte, in einen Neuanfang zu kommen oder auch ganz neue Kommunikation aufzubauen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja, trübe Gedanken um dich herum, die dich sehr belasten und eine, ja, es tut mir leid, aber heute zeigt sich das hier nicht alles so positiv und trübe Gedanken in Bezug wahrscheinlich auf eine Behörde. Es scheint auf irgendeine Art und Weise, das muss ich auch noch eben hinzufügen, diese untere Energie, ja, die ich euch ja eben schon gezeigt hatte, die zugrunde liegende Energie, die auch etwas mit einem reichen, guten Herrn zu tun hat, der sehr erfolgreich ist im Beruf. Und dieser reiche, gute Herr kann ein Geschäftsmann sein, mag auch ein Banker sein, ist auch möglich, dass es ein Anwalt ist.
Er steht auf irgendeine Art und Weise, weil ich hier eine Person als untere Energie habe, der steht auf irgendeine Art und Weise, genauso wie diese weise weibliche Person, die sich hier dargestellt hat, ja, also kann auch männlich sein. So steht auch dieser reiche, gute Herr, der letztendlich auch weiblich sein kann. Der steht sehr stark, also in naher Verbindung zu euch, das wollte ich jetzt gerade sagen. Der ist dir persönlich bekannt auf irgendeine Art und Weise. Und der kann auch ja, mit Geld, also auch diese Person kann einen Bezug, einen Zusammenhang zu den Finanzen haben, zu Geld. Ja, es ist eben ein reicher Herr, wie ich schon sagte. Und, kommt mir gerade rein, kann auch im Zusammenhang stehen mit dieser amtlichen, behördlichen Angelegenheit, die noch aussteht, die wohl noch geklärt werden muss, die ja jetzt auf dich zukommt. Damit kann er auch im Zusammenhang stehen. Also er kann dir wohlgesonnen sein, das kann aber auch ein Ratgeber sein in finanzieller Angelegenheit. Also auf irgendeine Art und Weise kennst du ihn. Und wie gesagt, das kann sehr gut auch ein Anwalt sein. Ein Anwalt, der in einer Angelegenheit, wenn es zum Beispiel eine gerichtliche Angelegenheit ist, dann kann es sich sehr wohl auch um einen Anwalt handeln. So, dann möchte ich einmal näher in die Klärung. Großvater, was sollte hier zu den Unverhofften mit Geld gesagt werden? Oder welche Botschaft, Nachricht ist jetzt wichtig zu wissen für das Kollektiv? Ja. Da muss ich aufsammeln, ihr Lieben. Da hat sich einiges auf dem Boden verteilt. Oh, da sind doch einige. Botschaften gefallen. Mal gucken. Nee. Nicht, dass irgendwelche Informationen euch jetzt vorenthalten werden. Jetzt wollen wir mal schauen. Also es hat tatsächlich etwas mit deinem Kummer, mit deinen Sorgen zu tun. Denn ich habe hier Ängste und Zweifel, die dich belasten. Es gibt auf jeden Fall Unsicherheiten, weil du im Moment nicht weißt, was kommt. Irgendetwas ist hier unterwegs. Aber es ist auch etwas im Argen. Und jetzt wollen wir mal schauen. Also das macht dir Ängste auch, ja? Und die Ängste machen auch krank. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Es scheint sich irgendetwas darzustellen, eine Situation, eine Angelegenheit, an die du eben auch ganz viel denkst, was sehr undeutlich war in der Vergangenheit. Du scheinst irgendwelche Illusionen zu haben, also Vorstellungen, wie etwas sein könnte. Du bist, ja, bekomme ich gerade rein, vielleicht auch etwas leichtgläubig gewesen. Auf irgendeine Art und Weise warst du auch wohl zu beeinflussbar. Jemand scheint dich beeinflusst zu haben. Und das hat dir, das war entweder sehr vage oder es wurden die Versprechungen gemacht. Auf jeden Fall ist es etwas, was noch sich im Nebel bewegt, was dir noch nicht klar ist, was noch undeutlich ist für die Zukunft, was noch nicht klar ausgesprochen ist. Denn wenn hier eine Nachricht kommt, dann weißt du noch nicht Bescheid.
Ja, aber das kann irgendetwas mit einer Enttäuschung zu tun haben, weil du scheinst dir auf irgendeine Art und Weise, Entschuldigung, eine Vorstellung gemacht zu haben, etwas falsch bewertet zu haben, falsch beurteilt zu haben, die irgendeine Illusion in dir zu tragen. Und diese Angelegenheit scheint sich um zwei Personen zu ranken, zwei ältere Personen, sehr viel ältere Personen, die sich auch ja als Paar darstellen können, also eine männliche und eine weibliche Person, die getrennt voneinander, aber die auch durchaus ein Paar darstellen können. Ist auch möglich, dass es deine Großeltern sind. Es ist auch so, dass dich eben diese Personen auch schon lange begleiten. Die kennst du schon seit längerem. Und insofern ist es sehr gut möglich, dass es sich auch um die Großeltern handelt. Aber diese Angelegenheit, die hier, um die es geht, ja, und die sich als negativ und beängstigend darstellt, die besteht wohl schon auch sehr lange, ja, sehr lange. Wir haben hier den langen Weg, wo deine Aufgabe es ist, dich zu transformieren, um in das Licht zu kommen. Nochmal wieder hier auf diese zentrale, das zentrale Thema auch zurückzukommen. Gut, ich habe von zwei Personen gesprochen, zwei älteren Personen, männlich und weiblich. Und es ist wichtig, dass etwas jetzt in den Ausgleich kommt. Irgendwo soll Gerechtigkeit hergestellt werden. Irgendetwas ist im Moment im Ungleichgewicht. Und nun musst du dich einmal selber fragen, wo gibt es in deinem Leben eine Situation, die im Ungleichgewicht ist? Ja, wo eine Waagschale sehr tief hängt, sehr schwer sich anfühlt und die andere viel zu leicht. Es kann auch um eine Angelegenheit sich drehen, wo irgendetwas unfair abgelaufen ist. Ja, wir haben ja auch das Thema der Fairness durch ja, die Waage, die hier angezeigt ist. Und du sollst auch sachlich und ehrlich vorgehen, jetzt auf dem weiteren Weg, egal was jetzt kommt. Du bist aufgefordert, deinen Verstand zu benutzen, um die Angelegenheit zu durchdringen, für dich klar zu machen. Vielleicht musst du dir auch noch Informationen reinholen. Du dir, vielleicht auch über diese Kommunikation zu deiner vertrauten, weisen Person, weiblich oder männlich, die dir auch sehr nahe steht, aber nicht dein Herzensmensch ist. Ja, also etwas muss hier in Ausgleich kommen. Und ich kann das Thema im Moment nicht sehen, aber es ist etwas so stark im Ungleichgewicht, dass das hier. Es gehört zum Transformationsprozess dazu. Und dann habe ich hier noch die Reise. Also, du warst sehr lange auf der Reise, du warst sehr lange unterwegs zu deinem Ziel. Und das kann sich hier um die Klärung dieser Angelegenheit handeln, dass du schon auch sehr lange hier auf eine Lösung vielleicht wartest. Kommt mir gerade so. Die Lösung, die nun vielleicht durch eine Behörde und eine Entscheidung ergeht. Ja, ich hatte ja eben auch schon gesagt, dass du sehr lange wartest vielleicht auf diesen Bescheid, der kommen kann. Ja, vielleicht hast du auch zu lange gewartet, um vorwärts zu gehen, so dass sich diese offizielle Entscheidung nun durch das Warten ergibt. Das ist auch möglich. Ne? Eine Entscheidung, auch eine gerichtliche Entscheidung, weil man vielleicht selber nicht tätig geworden ist. Auch das ist möglich.
Und du bist auch unterwegs zu deinem Herzensmenschen. Das will ja auch gesagt sein. Und es kann auch sein, dass auch in Bezug auf deinen Herzensmenschen, auf diese romantische Liebe, die sich hier anzeigt, die dir ja auch schon die Planung der Begegnung zu dieser Person, die ja auch schon im Kopf schwirren, vielleicht ist auch da etwas auszugleichen. Ja, auch das spiegelt sich jetzt hier, dass es sein kann, dass irgendetwas nicht fair war in der Vergangenheit zu oder mit deinem Herzensmenschen und dass du jetzt aber dafür sorgen sollst, dass hier etwas in den Ausgleich kommt. Und es ist immer besser, man sorgt selber dafür, als bis es zu spät ist und von oben eine Entscheidung getroffen werden muss. Ja, und dieses oben heißt eine neutrale, höhere Person, eine Entscheidung, die dann aus dem öffentlichen Recht kommt. Und ich bekomme auch gerade rein, es ist mal besser, selbst tätig zu werden, selbst auch die Verantwortung zu übernehmen, bevor auch Gott Vater irgendwo eingreifen muss. Das sollte ich gerade noch sagen. Denn all das, was hier geschieht, ist dazu angelegt, dass du in dein Glück und in deine Erfüllung kommst. Dein Glück, deine Liebe, alles, was du dir wünschst, deine Herzenswünsche, die sind hier angezeigt, die habe ich hier. Das sollst du erleben, da sollst du reinkommen, in Liebe, Glück, Harmonie. Und das hängt zusammen mit deinem Herzensmenschen. Ja, darauf bezieht sich das hier. Du sollst auch in das Genießen kommen, in die Zweisamkeit und in das Feiern. Und wenn du dort angelangt bist, du wirst so dankbar sein, ja, dass du das geschafft hast, diesen Prozess hier zu durchlaufen, das Richtige zu machen. Du wirst sehr dankbar sein. Auf irgendeine Art und Weise kann diese Erfüllung des Glücks auch mit vier Personen zusammenhängen, soll ich noch sagen. Großvater, ich möchte noch weiter fragen. Gibt es hier noch irgendetwas hinzuzufügen? Also hier noch irgendeine Ergänzung gemacht werden für das Kollektiv, die noch wichtig ist, auszusprechen. Ja, du gehst schon lange diesen Weg. Der stellt sich schon lange dar. Das bekomme ich hier gerade auch immer wieder rein. Und wie gesagt, du hast auch schon vieles in deinem Kopf, in deinen Gedanken, die dich bewegen, Vorbereitungen, die du getroffen hast, die du erwogen hast. Es ist so, dass dieser lange Weg den Grund haben könnte, dass du vielleicht in der Vergangenheit noch zu unerfahren warst, dass du dir über viele Dinge noch nicht bewusst warst. Ja, ich hatte ja eben auch davon gesprochen, dass hier vieles noch im Unklaren gelegen hat. Und das Unklare mag sich zum einen auf dein Inneres beziehen, ja, dass du dir vielleicht auch über deine Gefühle noch nicht im Klaren warst zu deinem Herzensmenschen oder wie du diese Situation lösen sollst. Also es kann etwas mit deiner Unerfahrenheit und deiner Unreife zu tun haben, aber auch etwas mit der Unbewusstheit, ja, sich vielleicht über viele Dinge noch nicht bewusst gewesen zu sein. Da müsst ihr mal rein spüren, wo euch diese Worte
berühren. Es ist aber auch möglich, dass diese Unklarheiten in gewisser Art und Weise auch etwas darstellen können, was du geheim gehalten hast, ist möglich. Es kann auch mit dem Thema von Untreue zusammenhängen, wo du vielleicht irgendwann in ferner Vergangenheit zu unbekümmert warst und wo sich das bisher für dich alles noch als zu früh dargestellt hat, zu früh sich auf den direkten Weg, ja, du bist schon lange auf dem Weg, aber auf den direkten Weg zu deinem Herzensmenschen zu machen, ja, der direkte Weg zu deinem Herzensmensch, dass das früher noch durch dein inneres So-Sein verhindert und gehemmt war. Und all das hat den Transformationsprozess, der sich hier auch nochmal hinlegt, darstellt, ausgemacht. Ja, es ist tatsächlich ein Prozess, eine Lernaufgabe, die Bewältigung von Problemen, die dich in die Wandlung bringen sollen, die in dir eine Veränderung herbeiführen sollten, dass du eine andere Perspektive einnimmst. Und diese andere, neue Perspektive, dieser andere Blickwinkel, der kann sich zum einen auf diese finanzielle Angelegenheit beziehen, wo, wie ich beschrieben hatte, eine Entscheidung noch aussteht, die jetzt kommen kann, kommen soll, wenn du nicht tätig geworden bist oder wann sie sowieso zu erwarten ist. Und zum anderen eine Änderung und Wandlung des Blickwinkels auch in Bezug auf den Weg zu deinem Herzensmenschen. Dieser Weg, der vielleicht auch durch deine innere Einstellung, durch deine Zurückhaltung, vielleicht durch dein zögerliches Verhalten, obwohl du deinen Herzensmenschen oder dein Herzmenschen dich die ganze Zeit im Kopf hatte. Ja, ihr müsst euch das jetzt so umdrehen, ne? Denn auch wenn jetzt eine Frau hier auf diese Legung schaut, dann kann es sich auch um die Angelegenheit deines Gegenübers handeln. Ja, das ist möglich, das müsst ihr euch so ummünzen. Ja, also der neue Blickwinkel, der hier einzunehmen ist, die neue Perspektive, um weiterzugehen, um die Dinge in die Hand zu nehmen, um die Verantwortung zu übernehmen für sich und für seine Gefühle vielleicht. Ja, da die eigenen Gefühle ernst zu nehmen. Wo möchte ich hin? Magst du dich gefragt haben oder mag sich dein Herzensmensch gefragt haben, was ist wirklich wichtig für mich? Ja, ist hier irgendetwas Altes, an dem ich festhalte, wichtig oder wichtiger sogar als meine Gefühle und das Zusammenkommen mit meinem Herzensmenschen, mit dieser Person, die mir so sehr am Herzen liegt? Ja, also das ist hier gefordert. Du sollst Flexibilität beweisen, ja, Spontanität. Und du sollst dich aufmachen, eindeutig zu springen. Ja, du sollst springen, du sollst das, wo du meintest, dass sich hier vielleicht ein Abgrund auftun könnte, wenn du hier weitergehst, wenn du vorwärts gehst. Du sollst den Sprung wagen. Du sollst die Freude am Risiko in dir erkennen. Spontan die Dinge in die Hand nehmen und jetzt ganz plötzlich etwas machen und tun, das dich hier dieses Alte gehen lässt
und in den Neuanfang bringt, der ja hier schon liegt. Wir haben hier den Neuanfang und die Begegnung mit deinem Herzensmenschen. Das liegt hier schon. Aber dazu musst du springen. Dazu musst du dein Leben in die Hand nehmen, diese besondere Situation in die Hand nehmen. Du bist mit Sicherheit dazu aufgefordert, Altes, was nicht mehr dienlich ist, loszulassen. Altes, was dir nicht gut getan hat, loszulassen. Und dann den Sprung zu wagen in das Neue. Und du musst dafür eine positive Sicht der Dinge einnehmen. Dahin auch kommen zu wollen. Ja? Dein Recht auf Glück, dein Recht auf Frieden, auf innere Harmonie und auch dein Recht auf äußeres Erfülltsein, ja, was wir ja hier angezeigt haben, das ist dein Recht, das ist dein Recht dieses Lebens. Es ist dein Geburtsrecht und du sollst dir das holen, bist du hier aufgefordert, weil es ist dein Geburtsrecht. Und jeder Mensch hat das Recht auf dieses Glück, was ich gerade beschrieben habe. Und du sollst das in den Händen halten. Aber dafür musst du springen. Dafür musst du jetzt gerade etwas sehr Wichtiges tun. Gut, jetzt frage ich einmal, ob da noch irgendetwas kommen möchte an Informationen, die wichtig sind für das Kollektiv. Großvater. Ja. Die Reihenfolge beachten. Möchte hier noch etwas kommen? Großvater. Sollte hier dann noch etwas gesagt werden? Ja, die Energie, die da ist bei dir, die sich sehr schwer anfühlt, ist diese Kummer, Sorgen und vielleicht sogar schon körperliche Symptome. Und du darfst das nicht länger hinnehmen. Du musst etwas tun. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Und hier ist nochmal, soll dir nochmal gesagt werden, dass du dir auf jeden Fall noch Informationen reinholen sollst. Du sollst dein Wissen auf irgendeine Art und Weise erweitern, um mehr Kenntnisse zu haben über etwas ganz Wichtiges. Und dann bist du auch aufgefordert, dich so weit zu bilden, an dir auch zu arbeiten, um die Weisheit zu erlangen und das Verständnis zu haben für diese Situation. Also praktisch aus einer höheren Warte heraus zu sehen, was geschieht hier eigentlich? Was lässt mich die ganze Zeit in diesem negativen, krankmachenden Zustand aufhalten, verweilen, festsitzen. Warum lasse ich das länger zu? Ja, du musst dich fragen, warum lässt du das die ganze Zeit zu? Denn es ist hier höchste Eisenbahn, hier etwas zu verändern. Und ganz wichtig ist auch für dich, auf deine Intuition zu hören. Ja, du scheinst ein sehr medialer Mensch zu sein, spiritueller Mensch. Du hast sehr gute Anlagen, um Botschaften zu empfangen aus der geistigen Welt und auch von den Engeln. Und auch von Gott Vater. Und diese Fähigkeit, die in dir steckt, sollst du nutzen, um noch die Informationen zu sammeln, die jetzt notwendig sind, um in beiden Angelegenheiten, die ich hier beschrieben habe,
zum Ziel zu kommen. Ja, diesen Sprung zu wagen. In die Veränderung zu gehen, dich zu wandeln. Ja, Wissen ist hier erforderlich. Es mag auch für den einen oder anderen hier noch eine Fortbildung angezeigt sein, wenn es sich vielleicht um Geld dreht, ja, für eine Fortbildung. Wir hatten hier anfangs dieses unverhoffte Geld liegen. Es kann auch sein, dass du ja in dem einen oder anderen Fall vielleicht vorhattest, eine Fortbildung zu machen, ein Studium, Fortbildung, Weiterbildung, irgendetwas, wo man eine Gebühr für zahlen muss und dass du hierfür das unverhoffte Geld bekommen wirst. Das ist eine ganz andere Variante, die aber auch möglich ist. Alles, was mit deinem Herzensmenschen zusammenhängt, ja, deine Zukunft, das, was du beginnen und starten möchtest, was du in deinem Kopf und in deinem Herzen trägst, ist ein wahrer Schatz. Das bedeutet, wie das Glück, was ich gerade schon beschrieben habe, dein Herzensmensch bedeutet für dich ein Geschenk, für das du dankbar bist. Dein Herzensmensch ist für dich ein wahrer Schatz. Und es ist notwendig, in dem einen oder anderen Fall, das jetzt hier über einen Ausgleich, ich hatte eben ja ziemlich lange über diesen Ausgleich gesprochen, dass irgendetwas im Ungleichgewicht ist, was sich auch auf deinen Herzensmenschen beziehen kann und dass das jetzt ausgeglichen werden muss. Und das kann sich auch bei diesem Ausgleich um eine Versöhnung handeln. Ja, das kriege ich hier gerade noch mal rein. Dass es möglich ist, dass du dich zerstritten hast mit deinem Gegenüber. Aus irgendeinem Grund. Und du, ja, oder dein Gegenüber bereut das jetzt. Und bereut das sehr. Ja, hat große Sehnsucht nach dir und weiß nicht, wie er das bewerkstelligen soll. Aber du musst springen, du musst etwas tun, du musst etwas in die Versöhnung bringen. In die Versöhnung, in den Ausgleich. Auch wenn es sich hier um ein Thema der Reue handelt, dass es irgendein Thema bei dir gibt, wo du das Gefühl hast, vielleicht noch eine Schuld in dir zu tragen. Ja, dass das Thema hier Vergebung eine Rolle spielt, dir selbst vergeben zu müssen oder dass dein Gegenüber jetzt auf dich zukommt durch diese Nachricht und dir die Botschaft einer Versöhnung darreicht, ja, oder du deinem Gegenüber diese Nachricht über eine Versöhnung, dass dir etwas unheimlich leid tut, dass etwas geschehen ist, passiert ist und dass das jetzt zum Ausgleich gebracht werden soll. Und dann ist noch die Möglichkeit, dass du auf jeden Fall auch in dieser weisen Person, die ich im ersten Legedeck hier beschrieben habe, männlich oder weiblich, zu der du großes Vertrauen hast, die Kommunikation wird nochmal angezeigt, ja, sich da auch Hilfestütze zu holen, Hilfe, ja, du bekommst das Geschenk der Hilfe, das liegt hier auch eindeutig, also sind alle Voraussetzungen eigentlich da, dass du auch einen sehr schwierigen Prozess, Transformationsprozess hier gut überstehen kannst und dass du jetzt durchaus es auch wagen sollst, hier zu springen, loszugehen, ja, das Ganze hier in die Bewegung zu bringen, indem du losgehst. Gut, ja, ich frage nochmal, ob es noch irgendetwas gibt, was jetzt noch dazu gesagt werden sollte. Großvater, gibt es noch eine Botschaft? Gibt es noch etwas, was ich hier sagen sollte? Ja.
Jahren, ja, das ist gerade ein bisschen viel. Ein bisschen weniger. Ja. Okay. Ich muss gerade mal einen Schluck trinken. So, hier ist. Oh. Hier sind noch zwei Personen gefallen. Und diese beiden Personen, die gehören zu deinem Umfeld. Und es ist möglich, dass sich diese beiden Personen, die ich dir jetzt noch beschreiben werde, in dieses negative Umfeld einbinden. Also, dass sie einen Bezug dazu haben, zu dem, was... Ich hatte eben schon von zwei älteren Menschen gesprochen in deinem Umfeld, die auch etwas mit deiner Angst, mit deinen Zweifeln, mit deinem Kummer zu tun haben und bei denen es auch immer wieder darum geht, dass sie dich auch manchmal unsicher machen. Ja? Und in das Umfeld meinte ich jetzt, und in dieses Umfeld sind auch noch zwei weitere Personen eingebunden. Und zwar habe ich hier liegen eine Geliebte, das kann auch eine Freundin von dir sein oder gleichaltrige Frau, ja, die irgendwie in der Gegenwart oder in der Vergangenheit deine Geliebte war oder auch dein Geliebter. Aber es spricht mehr für eine weibliche Energie. Und diese Person, die ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil die gehört zu diesem negativen Umfeld. Und die Transformation, das heißt das Loslassen des Alten, bezieht sich auch auf diese gleichaltrige Frau. Freund oder Freundin. Also das ist mehr eine weibliche Person, weil ich hier noch eine männliche Person habe, die es ebenfalls nicht gut mit dir meint, eine Person aus deinem Umfeld, die Masken trägt, die sich immer weiß, gut abzusichern, auch in den Dingen, die sie plant, in den Dingen, wie sie vorgeht, nicht sich zeigt, wie sie ist, über die Gedanken und Vorgehensweisen, die egoistisch sind, nicht alle Auskunft gibt, euch nicht alles an Informationen zur Verfügung stellt, was ihr wissen solltet. Diese Person trägt Masken, die zeigt sich nicht, wie sie ist. Die lässt sich nicht in die Seele blicken. Und bei dieser Person kann es sich um einen Ex-Freund handeln. Es kann auch ein gleichaltriger Mann sein. Oder auch ein Bruder oder Onkel, der... vielleicht sogar eine Verbindung hat zu dieser gleichaltrigen Frau, ist eine Möglichkeit. Aber auf jeden Fall gehört er zu diesem negativen Umfeld und hat mit dafür gesorgt, für deinen sehr negativen, schlechten, körperlichen und emotionalen Zustand, ja. Das möchte ich mal so stehen lassen. Ja, ich frage mal, ob noch eine Botschaft kommen möchte. Und wie gesagt, ich hatte es gerade gesagt, also um das hier rund zu machen, von beiden Personen, diese beiden, drei, vier, mindestens vier Personen, sind in diesen Transformationsprozess, das heißt in den Ablöseprozess involviert. Von denen sollst und musst du dich verabschieden, um in dein schönes neues Glück, was hier schon für dich bereit liegt,
was ein Geschenk für dich ist, zu kommen. Großvater, gibt es noch irgendetwas, was jetzt hier anzufügen ist, was noch wieder kollektiv wichtig ist? Ja, da scheint etwas unterwegs zu sein. Auf dem kurzen Weg. Und ich habe das Gefühl, kommt mir so rein, dass das etwas mit dieser beunruhigenden Botschaft zu tun hat. Da ist jetzt, das scheint das zu sein, was unterwegs ist. Und ich hatte hier eben schon mal beschrieben, dass es sich um eine amtliche Mitteilung handeln könnte, ein Bescheid einer Behörde, auch des Gerichts. Und das wird hier nochmal bestätigt. Das habe ich hier nochmal liegen. Ja, irgendetwas, eine Entscheidung, die von aus der Öffentlichkeit kommt, aus einer von einer Stelle der einer amtlichen Stelle der Öffentlichkeit. Ja, und das hat auf jeden Fall etwas mit drei Personen zu tun und ist unterwegs in Kürze. Und mit dieser Angelegenheit wirst du dich beschäftigen. Und du musst hieran arbeiten. Da gibt es irgendetwas, was mit dem Transformationsprozess, was mit der Lösung der Angelegenheit zu tun hat. Ja, da kommt etwas, womit du dich sehr beschäftigen musst. Da musst du dran arbeiten. Und du sollst fleißig daran arbeiten, um das zu einem guten Ergebnis zu bringen. Das kommt mir rein und das soll dir gesagt werden. Es soll zu einem guten, positiven Ergebnis geführt werden. Und deine Mitarbeit ist hier erforderlich. So, und das möchte ich gerne so stehen lassen. Wollen wir mal fragen, Großvater, was soll dem Kollektiv in Bezug auf das Loslassen dieses negativen Umfeldes hier gesagt werden? Ihr Lieben, es geht darum, ich löse mich von den Überlegungen, den Vorstellungen und Interpretation, die ich mir bisher gemacht habe. Da habe ich eben von gesprochen, dass es darum geht, hier einen ganz neuen Blickwinkel einzunehmen. Du sollst dir bewusst machen, dass deine Sicht der Dinge die Realität formt. Also es ist jetzt ganz wichtig, dass du hier eine positive Sichtweise hast. Egal was jetzt kommt, gehe positiv davon aus, dass sich alles zu deinem Besten und zu deinem Wohl lösen wird, wenn du an dieser Sache arbeitest, wenn du bereit bist, Altes loszulassen und den Sprung zu wagen. Den Sprung zu wagen. Fürchtest du dich davor, etwas aus deinem Leben freizugeben, es loszulassen? Wenn das so ist, dann vergiss nicht, dass Loslassen eine Saat ist, die neue Früchte hervorbringen kann. Ja, und genau davon hatte ich in meinem Vorsatz gesprochen. Das Geschenk, was hier schon auf dich wartet, das höchste Glück, das höchste Gut, was du dir nur vorstellen kannst, das wartet auf dich. Alles, was du dir erträumt hast in deinem Leben und nur erträumen kannst. Denn der Wind des Friedens und der Freiheit soll deine Seele umgeben. Lass dich nicht von Begrenzungen einkerkern. Lass Abhängigkeiten los und deine Ängste,
werden hinwegfliegen. Ja, also alle alten Abhängigkeiten, die sich in deinem Umfeld hier darstellen, die sollen losgelassen werden, die Abhängigkeiten. Diese negativen Verbindungen, das, wo wir bisher nicht loslassen konnten, aber es erforderlich ist, um in sein Glück zu kommen. Und du sollst die Richtung geben. Gib die Richtung nicht vor. Gib die Richtung nicht vor, du sollst sein wie ein Wasserfall. Das heißt, mache du dir keine Vorstellung, wie und auf welche Art und Weise diese Angelegenheit hier weitergeht und zu Ende gebracht wird. Tue du nur das, was du tun musst, und alles andere, da komm in deinen Flow, da lass fließen, das soll hier gesagt werden. Lass dich fallen und springe über Hindernisse hinweg, auf der einen Seite springen, als wären sie Steine im Wasser. Kümmere dich nicht um sie, denn wer sich um sie kümmert, wird im Kummer ertrinken. Also über die Hindernisse sollst du hinweg springen, und da geht es um den Sprung. Und im Übrigen, lasse los das, was du nicht tun kannst, wo du keinen Einfluss drauf hast, wo du auch keine Verantwortung für hast oder die du auch nicht übernehmen brauchst. Da sollst du loslassen und da sollst du fließen lassen. Das ist gemeint. Das sollte hier noch zum Selbstwert gesagt werden. Es geht um deinen Selbstwert, ja, dass du es dir wert bist, geliebt zu werden, dass du es dir wert bist, deinen Weg des Herzens zu gehen und alle Geschenke des Lebens anzunehmen und zu erhalten, die für dich bestimmt sind, die für dich vorgesehen sind. Ich fühle in meinem inneren Wert, der mein Leben neu gestaltet. Er erlaubt mir, voll und ganz ich selbst zu sein. Stärke ist mein wahres Wesen. Ich bin in jedem Moment der Schöpfer meines Lebens. Nun schaue ich genau hin, um Einsichten zu erhalten, die mir mein Selbst offenbart. Und das ist die Selbsterkenntnis. Ich liebe mich, wie ich bin. Bedingungslos nehme ich mich an und gestatte anderen Menschen auch ihre Einmaligkeit. Das ist Selbstliebe. Und ich glaube an die Allmächtigkeit, die mir Sicherheit schenkt und mich behütet. Ich bin nie alleine. Das Universum begleitet mich immer und überall. Und das trägt zur Selbstsicherheit bei, wenn du weißt, dass das Universum immer ganz nah bei dir ist, immer ansprechbar und auf deine Bitten immer sofort auch zur Verfügung steht. Auch über Botschaften. Und du sollst dir auch sagen, jetzt weiß ich, dass alle Antworten in Gedanken oder durch Situationen zu mir finden werden. Genau, das ist jetzt gerade nochmal die Fortführung, was ich gerade gesagt habe, ja, vom Universum. Die werden zu dir finden, auf irgendeine Art und Weise. Oder durch Zeichen oder durch die weise Person, die in deinem Leben ist. Ja, solche Botschaften können auch, die Engel können auch andere beauftragen, dir etwas zu sagen, was genau jetzt in diesem Augenblick für dich wichtig ist, was angesagt ist. Und öffne dein Herz, um diese Botschaften zu verstehen. Großvater, welche Botschaft soll hier noch für das innere Kind fallen? Was ist noch wichtig, hier auszusprechen?
sollte im Kollektiv hier noch an Rat mitgegeben werden. Oh. Mein inneres Kind liebt Zuwendung. In mir lebt etwas, was viel Zuneigung braucht. Dieser zarte Anteil in mir. Und ich gebe diesem die Zuneigung, die mir selbst gut tut und meine Seele heilt. Es verdient die Liebe genauso wie ich. Und ich gebe uns beiden, was wir brauchen. Ich sorge jetzt für mein Wohlbefinden und verleihe meinen Bedürfnissen Ausdruck, indem ich spontan und intuitiv handle und mich ihnen zuwende. Mein inneres Kind wartet in meinem Herzen auf mich. Ich beende meine Gegenwehr, meine Abwehr. Meine Wünsche und Erwartungen kehren mich ganz nach innen. Das, was ich mir wünsche, tief in meinem Inneren. Und der Kampf endet dort, wo die Liebe beginnt. Ich gebe nicht mich auf, sondern die Vorstellung meines Ichs, meines Egos, das irgendwelche falschen Vorstellungen gehabt hat. In der Selbstaufgabe finde ich Hingabe und diese Hingabe öffnet mir das Tor zu meinem höchsten Selbst. Genügsamkeit ist eine edle Tugend. Sie macht mein Leben einfacher, wertvoller und fröhlicher. Ich reduziere mich aufs Wesentliche, nicht nur in Gütern, sondern auch in Gedanken. Genügsamkeit bedeutet nicht, meinen geistigen oder materiellen Besitz zu reduzieren, sondern an dem, was ich habe, nicht festzuhalten. In der Einfachheit liegt die Erfüllung. Ja? Sich mit dem zu genügen, was wirklich wichtig ist im Leben. Ich muss nicht alles können oder alles wissen. Ich entrümple meinen Kopf und löse mich von Erinnerungen und Erwartungen. Ich koste den Luxus dieser Leere aus, die ein unvorstellbarer geistiger Reichtum ist. Ich muss weder anders noch besser sein. So wie ich bin, hat Gott mich gewollt und ich bin mit mir im Reinen. Ich genüge mir selbst, damit ich in der Welt stark und mutig begegne. Ja, und es mag auch ein Hinweis darauf sein. Vielleicht bist du schon mit dir und allem im Reinen. Aber die Karte kann diese Botschaft auch sehr wohl darauf hinweisen, dass jetzt gerade noch etwas ins Reine zu bringen ist. Weil wir hatten heute hier den Hinweis darauf, dass du entweder etwas in dir selber noch ins Reine bringen sollst oder mit deinem Gegenüber, ja, oder auch mit deinem Umfeld. Hier muss etwas ins Reine, in den Ausgleich gebracht werden. All diese Dinge, die ich besitze, zeigen mir meinen Überfluss. Ich bade im Wohlstand und genieße ihn. Doch wahrer Wohlstand bedeutet nur, dass es mir gut geht. In der Genügsamkeit finde ich die Fülle, die mein inneres Kind ausstrahlt und ist. Ich reduziere mich auf das Wesentliche und finde in der Einfachheit Erfüllung. Ja, das war ein doppelter Hinweis auf die Genügsamkeit. Ja, es ist tatsächlich so, Geld macht nicht glücklich. Und ich habe schon öfter gesagt, manchmal muss man sich auch entscheiden, Geld oder Liebe. Manchmal sind diese Entscheidungen notwendig. Oder Geld oder Glück. Das sind nur kleine Hinweise. Jetzt möchte ich die Engel fragen, welche Antworten
auf die Fragen, die ihr in euch tragt, noch haben, Großvater. Das wollte hier ganz klar noch gesagt werden. Ja. So, dann werden wir mal schauen, was die Engel euch sagen wollen. Die Engel geben dir ganz klar an die Hand. Du bist in diesem Transformationsprozess und du hast jetzt die Möglichkeit, mit innerer und äußerer Unterstützung, die hier liegt, vorwärts zu gehen. Aber ob du springst, jetzt dein Leben in die Hand nimmst, ja, fleißig an dir arbeitest und dich dazu bringst zu springen, das liegt ganz an dir. Du trägst immer die Entscheidung. Du kannst auch stecken bleiben in Kummer, Schmerzen, Sorgen, Zweifeln. Und dann bleibst du stecken. Und dann drehst du noch ein, zwei, dreimal diese Ehrenrunde, bis es dich völlig fertig macht, sag ich mal. Du hast die Entscheidung für dein Glück und deine Gesundheit in der Hand. Es liegt ganz an dir. Und deine Gesundheit wird sich verbessern. Ja, die wird sich verbessern, weil ich mal davon ausgehe, dass du etwas tust. Nicht nur an dir arbeitest, sondern im Inneren, aber auch im Äußeren etwas tust. Etwas in die Veränderung bringst. Und dann verbessert sich auch deine Gesundheit. Und hier wird auch nochmal gesagt, das könnte für den einen oder anderen wichtig sein, dass ihr noch irgendwelche Informationen reinholen sollt. Ja, hier kommt die Botschaft, informiere dich neu. Ja, und ich hatte ja heute ja mehrfach auf Informationen, auf Nachrichten und Kommunikation, auch in Bezug auf diese weise Person hingewiesen. Da vielleicht auch nochmal bei einer Behörde nachfragen zu müssen, einen Antrag stellen zu müssen. Überlegt, was es in eurem Leben sein kann, wo du dich noch einmal neu informieren sollst. Grundsätzlich, ja, wenn du das machst hier, an dir arbeiten und wie gesagt, das mag nicht für jeden Fall wichtig sein, aber es scheint wichtig zu sein. Grundsätzlich bist du aber bereit. Die Karte, die Botschaft will dir sagen von den Engeln, du hast alle Anlagen und Fähigkeiten, um diesen Sprung zu wagen, auch spontan. Du trägst alles in dir. Du bist bereit für diesen Schritt, für diesen Neuanfang, für das Loslassen des Alten und das Vorwärtsgehen in das Neue, in dein Glück. Denn hier kommt nochmal die Fülle. Die Fülle, die dir sagen will, du bist dabei jetzt hier, du bist auf dem Weg in den inneren und äußeren Reichtum. Und das heißt, in die innere und äußere Fülle. Was wollen die Erzengel noch sagen, Großvater? Welche Informationen, Botschaften, weise Ratschläge der Erzengel sollen jetzt noch kommen? Ui. Dankeschön. Da sollte noch was kommen. Ja, Dankeschön. Ja, hier kommen noch drei Botschaften von den Erzengeln. So, die war. Oh, da sind sogar zwei. Ja, dann überbringe ich zuerst die Grüße aus dem Himmel. Also für den einen oder anderen kommt hier eine Botschaft, eine ganz besondere Botschaft. Und schaut mal, wen es hier von euch betrifft. Übererzengel Asrael, der hier sagen will, deinen Liebsten im Himmel geht es gut, es geht ihnen bestens. Und wenn du Kummer und Sorgen hast,
was deine Liebsten, die verstorben sind, betrifft, dann lass diese Sorgen los und fühle ihre liebevollen Segnungen, ja, die immer um dich sind und die du vielleicht noch gar nicht richtig wahrgenommen hast. Ja, also ganz besonders eine Botschaft für dich. Und es soll dir auch gesagt werden, dass du dir deine Kraft zurückholen sollst. Das weist nochmal darauf hin, dass du wirklich alle Skills in dir trägst, um diesen Weg jetzt zu gehen. Ja, der mag sich schwer und steinig angefühlt haben und du bist auch noch nicht ganz daraus. Aber du hast die Kraft und gehe vorwärts, sagt dir Erzengel Raziel. Wende deine gottgegebene Kraft und Intention, ja, die Absicht an, um die Segnungen jetzt auch in deinem Leben zu manifestieren, ja, in das Leben zu bringen, im Leben zu manifestieren. Denn alles ist gut, sagt Erzengel Jeremiel. Alles geschieht genau so, wie es geschehen soll. Und es mögen versteckte Segnungen da sein, ja, das sagt er, es sind versteckte Segnungen da und bald wirst du verstehen, wieso und warum und weshalb dieses hier auf diese Art und Weise so geschehen sollte. Und Erzengel Sandalfon spricht nochmal ganz klar davon, dass du siegreich sein wirst. Alles wird gut. Alles wird sich gut entwickeln, wenn du deinen Teil dazu beiträgst, dass es jetzt gut gehen wird, ja, dass sich alles erfüllt. Weil es ist so, und ich glaube, die meisten von euch wissen das, dass nichts geschieht im Leben, wenn wir nicht selber die Dinge in die Hand nehmen, wenn wir nicht selber die Verantwortung tragen, wenn wir nicht selber Steine ins Rollen bringen. Es reicht nicht aus, auf der Couch liegen zu bleiben, in seiner Komfortzone. Das wissen die meisten von euch. Wir müssen etwas tun. Und ich habe das Gefühl, dass ihr auch schon einen guten Kontakt zum Universum habt, denn es wird dir hier gesagt, deine Gebete wurden gehört und die werden beantwortet. Lass nicht nach in deinem Vertrauen. Ja, wenn du alles tust, was du tun kannst, dann sollst du zusätzlich immer vertrauen und die Zuversicht haben, weil das Glück und das gute Ergebnis von allem habe ich hier, liegt hier. Ich möchte auch noch einmal die Seelenpartnerkarten dazu nehmen. Ja, wir haben ja hier deine und einen Schluck trinken noch. Die Herzensliebe, ja, deinen Herzensmenschen, an den du immer denkst. Was will dieser dir sagen? Was soll hier noch gesagt werden? Was will dieser dir sagen? Oder was ist es, was euch verbindet? Schön. Und da habe ich auch einen Kurztext noch dazu. So, dann jetzt lass mich einmal so drehen. Ja, es geht hier ja um Beziehung, ja, es geht hier um deinen Seelenpartner. Und du sollst dir zunächst einmal die Muster deiner Beziehung anschauen, ja? Was sind zwischen dir und deinem Herzensmenschen, was ist da abgelaufen? Was gibt es da für Muster? Welche
energetischen Muster oder Konditionierung in dir konntest du während dieses Prozesses, ja, dieser schon länger andauernden Angelegenheiten bei dir beobachten? Wo wiederholst du vielleicht etwas, was du aus deiner Kindheit kennst? An deinem Verhalten, an deinem Denkmuster, ja, die Art und Weise, wie du denkst. Vielleicht lässt du auch deine Gefühle nicht so zu, wie es erforderlich ist, um hier voll in den Gefühlsflow zu kommen. So, mal schauen. Anzuerkennen, dass du dein Verhalten ändern oder abwandeln musst, erfordert innere Stärke. Ja, das sollst du anerkennen. Gönne dir Zeit und schaue dir einmal das Muster an, das dich immer wieder dazu bringt, einen bestimmten Menschentyp anzuziehen. Wahrscheinlich wirst du feststellen, dass der Nächste, den du kennenlernst, ganz ähnliche Eigenschaften hat wie dein letzter Partner. Denn das ziehst du energetisch an. Sobald du die entsprechende Lektion gelernt hast, kannst du etwas anziehen, was dir besser tut. Ja? Also da müssen wir wirklich schauen, welche Umstände unserer Kindheit uns dazu gebracht haben, bestimmte Gedanken und Verhaltensmuster in uns energetisch zu veranlagen, dass wir immer wieder den gleichen Beziehungstyp anziehen, ja, wenn du schon mehrere Beziehungen gehabt hast. Und das sollten wir, wenn es negativ ist, erlösen, indem wir schauen, wo habe ich diesen Anteil, den der andere mir da entgegenbringt und der mir vielleicht auch gar nicht gefällt, wo habe ich diesen Anteil in mir selber? Und indem ich mir das bewusst mache, indem ich das wahrnehme, löse ich diesen auf, löse ich diese Blockade, diese energetische auf, sodass ich mich frei mache, um in Zukunft den Menschen anzuziehen, der nicht dieses Muster in sich trägt, weil er mir das dann auch gar nicht mehr spiegeln muss. So, und dann habe ich hier die Vergebung. Ja, da habe ich heute schon mal von gesprochen. Das kann für den einen oder anderen hier wichtig sein. Durch Festhalten an alten Enttäuschungen ist nichts zu gewinnen. Mal schauen, was da noch näher zu gesagt wird. Ich drehe es schon mal um. Die Bereitschaft, dir selbst und anderen zu vergeben, öffnet die Tür zur Chance für künftiges Wachstum. Die Liebe wird wiederhergestellt und Vertrauen wieder aufgebaut durch Vergebung. Lasse die Bitterkeit hinter dir und öffne dich wieder der Freude, die du in deinem Leben verdient hast. Ja, du hast die Freude verdient. Und dir hat sich auch Kummer und Sorgen zu machen, da haben wir heute so oft von gesprochen. Es mag das Thema der Reue und der Vergebung, das habe ich eben schon gesagt. Und es ist ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass alles, was uns geschehen ist, was passiert ist, auch diese großen Dinge, nicht Kleinigkeiten, aber die großen Dinge, wie wir uns verhalten haben, mit Sicherheit ein Meilenstein, eine Problematik in unserem Leben darstellte, die wir uns genau ausgesucht haben, so wie sie war. Gerade auch, weil sie negativ war. Gerade auch, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Und das zuzugeben und das zuzulassen. Und ja, ich musste diesen Fehler machen, auch wenn er schwerwiegend war, um jetzt in diesem Augenblick zu der Erkenntnis zu kommen, ich muss mir das vergeben, weil es sollte so sein. Und ich ziehe jetzt die Erkenntnis daraus, dass ich es zukünftig anders machen will und werde. Und genau das ist das, weshalb der Fehler gemacht werden sollte. Dass wir zukünftig anders handeln, die Dinge anders sehen.
uns anders verhalten. Und du sollst die Sprache der Liebe sprechen. Liebevolle Worte haben die Kraft, Leben zu verändern und auch dein Leben zu verändern. Ja, und wir haben ja eben, auch das spricht ja alles miteinander. Wir haben ja hier die Begegnung mit dem Herzensmensch gehabt. Wir haben das Umwerben hat sich hier dargestellt. Und genau darum geht es hier, dass du jetzt liebevolle Worte deinem Gegenüber aussprechen sollst, um vielleicht in die Vergebung, in das Verzeihen hineinzukommen, um eine Kommunikation anzustoßen, für was auch immer. Eine positive Einstellung wirkt Wunder, wenn wir unsere Umgebung mit mehr Liebe füllen. Erlaube dir, positive Worte tatsächlich auszusprechen. Verwende nur heilsame Worte, wenn du mit anderen oder auch über dich selbst sprichst. Achte auf Formulierungen, die du vielleicht gewohnheitsmäßig verwendest und sei bereit, sie gehen zu lassen, damit du dich mit positiverer Energie umgeben kannst. So fließt auch mehr Liebe zu dir. Und dann habe ich noch zu diesen schönen Karten abschließend, drücke deine Liebe auch durch Geschenke aus. Ja, also für den einen oder anderen ist es wichtig, vielleicht durch irgendeine Kleinigkeit, das muss nichts Großes sein und das sollte auch gar nicht viel kosten. Ja, denn das, was von Herzen kommt, das ist unbezahlbar. Drücke deine Liebe aus, das sollte hier gesagt werden. Sprich die Worte und spreche auch die Sprache der kleinen Gesten. Und ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, was mit kleinen Gesten hier gemeint ist. Kleine Gesten, die ausdrücken, ich mag dich, ich liebe dich. Du bist der größte Schatz auf der Welt für mich. Los weiter. Welche Botschaft soll hier dem Kollektiv noch angebracht werden, gegeben werden? Dankeschön. Ja, soll da noch eine Botschaft fallen? Ja, danke. Hatte ich so das Gefühl, dass da noch etwas fallen möchte. Der Erzengel Metatron spricht zu dir. Und er spricht von der Schöpferkraft und von Ausdruck. Er sagt dir, du bist der Schöpfer deines Lebens und all deiner Lebensumstände. Nutze deine natürlichen Fähigkeiten so, dass sie dir und dem Wohl des Gesamten dienen. Also, dass sie dir selbst dienen und dem Wohle aller. Und es soll die freie Energie bei dir fließen. Öffne dein Herz für die Liebe zu allem Leben, damit Licht und Liebe einströmen und dich tragen können zur richtigen Zeit an den richtigen Ort, um das Richtige zu tun. Elohim, Orion und Angelika, die freie Energie. Erzengel Uriel möchte dir Frieden bringen, dass die Aufrichtigkeit herrscht und das Handeln, ja, mit sehr viel Kraft, die über rote Farbtöne ausgedrückt werden. Und er sagt dir, habe du den Mut, den Weg deines Herzens zu gehen und die Herrlichkeit Gottes auf der Erde zu offenbaren. Habe keine Angst vor dem strahlenden Licht, bringe du den Himmel auf die Erde.
Großvater, was mögen die Einhörner hier heute dem Kollektiv noch mitgeben? Ja. Verwirkliche deine Träume. Nimm deine Anlagen und Fähigkeiten, nimm alle Elemente in die Hand, die in dir sind. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Konzentriere dich auf deine Vision, die in dir ist. Suche Erfüllung und Zufriedenheit, möchte dir dieses Einhorn sagen. Gibt einen rosé-goldenen Teich und der möchte dich einladen, bade in kosmischer Liebe, nimm Weisheit in dich auf. Und das hat etwas mit deinem Inneren zu tun, ja, in deinem Inneren zu baden, in ganz besonders auch mit und in dem Seelenanteil des inneren Kindes, ja, da wo dein Herz sich anfühlt. Und nimm dort auch die Weisheit in dich auf. Es gibt eine magische Kristallhöhle. Knipse dein inneres Licht an, mache deinen Glauben sichtbar und mache auch deine Gaben sichtbar. Ja, hier wird wieder das angesprochen, was du in dir trägst. Glaube auch da an deine Gaben, aber du kennst deine Gaben und glaube an deine Gaben und vertraue ihnen. Die sind da und die wollen auch eingesetzt werden im täglichen Leben. Öffne dich auch dem Überfluss. Glaube, dass du den Überfluss verdienst. Akzeptiere Fülle und Wohlstand. Und die kommt jetzt zum dritten Mal, die Karte. Fülle und Wohlstand. Du bist dabei, jetzt, im Hier und Jetzt, in dieser Angelegenheit, Fülle und Wohlstand zu kreieren. Und dann schauen wir nochmal, was das Engeltier-Orakel dir sagen möchte. Großvater, was wollen die Engelkarten, Engeltierkarten kollektiv noch an die Hand geben? Einmal, zweimal, dreimal. Ja, wollen wir schauen. Dankeschön. Weil über das eine oder andere Engeltier würde ich gerne auch etwas euch hier schriftlich an die Hand geben, also vorlesen. Und zunächst nochmal die Karte, die zeige ich euch nur, der Schwan. Von Erzengel Bogpi die Botschaft, beweise Anmut und Würde, ja, beweise deine Würde, dass du trägst ja deine Würde in dir und zeig deine Würde den anderen, beweise sie, stelle sie unter Beweis, dass du es dir würdig bist, Glück und Wohlstand zu empfangen, dass du es dir würdig bist, die Gaben, die jetzt auf deinem Herzensweg auf dich warten, in Empfang zu nehmen. So, dann haben wir die Fledermaus. Die hatten wir auch schon mal in kürzlicher Vergangenheit. 54. Da geht es darum, schau durch die Illusion auf die Wahrheit. Durch die Illusion, also durch den Nebel, durch das Unklare, schaue auf die Wahrheit. So, jetzt habe ich es hier bei
So, dann kommen wir zu der Fledermaus. Ich lege sie euch auch hin. Die Botschaft lautet, die hergebracht wird, und schlägt dir vor, dein Herz zu öffnen und Liebe in die Fürsorge für die Menschen fließen zu lassen, die dir nahestehen, indem du die Frequenz deines Herzzentrums erhöhst, ermöglichst du deinem Halschakra, sich ebenfalls auszudehnen. Konzentriere dich also darauf, mit Liebe und Integrität zu kommunizieren, ja, auch mit deinem Herzensmenschen. Mit Liebe und Integrität. Bitte deinen Erzengel Michael, dir bei der Entwicklung der Telepathie und deiner anderen übersinnlichen Fähigkeiten zu helfen. Stimme dich auf die Fledermäuse ein, um dein höchstes Potenzial und vielleicht sogar die spirituelle Technologie der Zukunft herunterzuladen. Du wirst auch angewiesen, die Welt mit ganz neuen Augen zu sehen. Nimm alles mit Weisheit wahr. Hör auf deine Intuition und entdecke die Gründe hinter dem Offensichtlichen. Erweitere dein Leben und vergiss nicht, dass es immer eine neue Art gibt, Dinge zu tun. Ja? Die neue Art, Dinge zu tun. Ja, die Telepathie. Zwillingsseelen können auch telepathisch miteinander kommunizieren. Das ist da möglich. Dann habe ich hier noch die Katze, die dir sagen möchte, sei entspannt und unabhängig, ja, mache dich frei von Abhängigkeiten. Wir sprachen hier schon von Abhängigkeiten eben. Und davon sollst du dich befreien, von allem, was dich festhält, ob das im Denken ist, alte Gefühlsmuster oder Personen in deinem Umfeld. Sei entspannt und mach dich unabhängig. Diese Aussage soll dich daran erinnern, dass alles, was du wissen musst, bereits in dir ist. Nimm dir Zeit, um dich zu entspannen und dem Göttlichen hinzugeben, um Zugang zu deiner angeborenen Weisheit und deinem Wissen zu bekommen. Sei dir dann bewusst, dass du sowohl deine eigene Frequenz als auch die Frequenzen aller Menschen in deinem Umfeld erhöhen wirst. Wenn du ruhig und ganz in deiner Mitte bist, tritt Erzengel Raphael mit dir in Verbindung und dein psychisches und spirituelles Bewusstsein entwickelt sich. Du verbreitest Frieden, Liebe und Heilung. Ganz in deiner Mitte zu sein, gibt dir deinem Zuhause und deinen Lieben Schutz, weil dann das Universum über dich wacht. Außerdem ermöglicht es den Engelreichen, dir deinen größten Herzenswunsch zu erfüllen. Du bist heute eingeladen, mutig und unabhängig zu sein und das zu tun, was für dich richtig ist. Denke daran, was zu deinem Besten ist, ist auch das Beste für die Menschen in deinem Umfeld. Dann habe ich hier die Wasserschildkröte. Und die spricht davon über Erzengel Joule. Moment, muss ich doch nochmal eben nach. Entschuldigung, ich bin ja gerade aus dem Konzept gekommen. Gut, also die spricht davon, sei fröhlich und sei auch vertrauensvoll. Ja, sei voller Vertrauen. Vertraue dir selber. Vertraue deinem Herzensmenschen und vertraue auch dem Universum.
durch dieses Krafttier der Wasserschildkröte. Denn die weist dich darauf hin, dass du dich manchmal mit einem Panzer umgibst, um deine empfindlichen Gefühle zu schützen. Dies verhindert aber auch, dass das Gute an dich herankommt. Der Rat an dich lautet: Reiße die Mauer um dich herum ein und umgib dich stattdessen mit Licht. Stimme dich mit Hilfe der Wasserschildkröte auf Jumbai ein und konzentriere dich auf das Bewusstsein der Fülle. Du kannst Liebe, Wohlstand, Glück, Freude und alle möglichen guten Dinge herbeirufen, doch stell dir dabei vor, wie dieser Strom der Fülle auch andere Menschen und den ganzen Planeten erreicht. Vertraue darauf, dass das Universum dich liebt und sich alles zum Wohle aller einspielen wird. Das reiche und großzügige Universum ist bereit, dir viel zu geben. Schätze also, wer du bist, wer du wirklich bist. Und wenn du dich für die Mehrheit aufopfern willst, dann tu dies bewusst. Ja, und da sind eigentlich Energiearbeiter angesprochen. Ja, das eigene Potenzial der Menschheit zur Verfügung zu stellen. Das hat nichts damit zu tun, sich selber aufzugeben, sondern das hat damit zu tun, sein eigenes Potenzial erkannt zu haben und anzuwenden und den Menschen und damit der Welt zur Verfügung zu stellen. Der Tiger kommt noch zu dir. Nimm deine Großartigkeit an. Ja, ich drehe ihn einmal um. Diese Energie, ja, dieses Krafttier will dich daran erinnern, dass du eine einzigartige und großartige Person bist. Also akzeptiere es. Sie fordert dich auf, dich seelisch auf eine Situation oder Beziehung einzustellen, ja, die dich zunächst einmal beunruhigt. Ja, im Moment beunruhigt sie dich, das hatten wir hier. So. Vertraue aber darauf, dass dir dein inneres Wissen die Antworten präsentiert, nach denen du suchst. Höre dann auf deine innere Weisheit, denn sie wird dir offenbaren, wie du zum Wohl aller mit der Person oder den Umständen umgehen sollst. Tigerenergie sagt dir, dass du bereit bist, entschlossen zu handeln, mit Kraft und Stärke. Möglicherweise musst du aber noch einmal aktiv werden, denn wenn du einen Tiger in deinem Energiefeld hast, spüren andere Menschen das und reagieren mit entsprechendem Respekt. Die Tigerkarte rät dir auch, deinen Horizont zu erweitern und bringt etwas Neues in dein Leben. Entwickle es weiter und lerne es, lerne das Lernen. Und lerne auch das Lernen und das Leben zu genießen. Was soll der Avalon noch mitgeben, Großvater? Was soll dem von vorne kollektiv an Avalon noch mitgeteilt werden? Leben manchmal ein wenig. Sollte hier noch eine Botschaft kommen, Großvater? Nee. Hier kommt Excalibur aus von Avalon und sagt dir: Folge deiner Bestimmung. Ja, hier, deine Bestimmung ist wichtig. Diese Aufgabe ist hier
die ist schon sichtbar bei all dem, was hier transformativ sich schon länger darstellt. Dir ist eine besondere Aufgabe bestimmt und folge dieser. Und auf der Reise nach Avalon wirst du auf deinem Weg geführt. Ja, du wirst geführt. Folge deiner Bestimmung und du wirst geführt. Und Abby will euch noch sagen, du bist auch gesegnet. Ja, du bist gesegnet. Das heißt, das ganze Universum und Gott Vater segnet dich. Großvater, was möchten die Elben heute dem Kollektiv noch mitgeben? Ja, danke schön. Die Elben sagen dir, alles ist möglich. Alles ist möglich. Und es weist auch darauf hin, dass du auch auf die guten Personen in deinem Umfeld achten sollst. Ich habe hier heute mal eine männliche und eine weibliche angesprochen. Da sind kluge, weise Personen deines Vertrauens und Ratgeber. Und es könnte sein, dass die noch wichtig sind, um alles ganz rund zu machen, ja, was jetzt geschehen soll. Fokussiere dich auch auf das Wesentliche und genieße das Leben. Ja, was ist das Wichtigste? Dieser junge Mann hält die Hand, ja, auf sein Herz, oberhalb des Herzens. Und das ist das Wesentlichste, worauf es ankommt. Sein Herz zu spüren und wo das Herz mich hinziehen will. Denn die Macht und die Liebe der Götter rufen nach dir. Sie schenken dir ihren Segen. Die Macht und die Liebe. Ja, daher kommt die Liebe, nochmal dein Gefühl zu deinem Herzensmenschen, die auch eine Macht ist, ja, die Macht der Liebe. Und der kann man sich nicht entziehen. Da kann man noch so lange gegen ankämpfen und sich noch so lange wehren oder gegen andenken. Dieser Macht, wenn die Liebe fließt, die wirkliche und wahre Liebe, da ist man, der Mensch ist machtlos, die Liebe zieht einen dahin. Wie ein unsichtbares Band. Und Wissen wird sich in Weisheit verwandeln. Ja, die Botschaft soll heute auch noch zu euch kommen. Das Wissen, was ihr euch reinholt, ob über Bildung oder Informationen oder auch über diese Entscheidung, oder auch Gespräche mit dem Herzensmenschen oder diesen weisen Personen. Großvater, welches Energieportal ist heute geöffnet? Also das soll reinkommen. Über das Wissen die Weisheit, denn dann wisst ihr. Dann habt ihr die Weisheit des Wissens. Vielen Dank. Auch meine Stimme, die ist jetzt gerade nicht mehr so gut. Aber diese beiden Botschaften möchte ich euch noch mitgeben. Wir haben aus den Energieportale Aktivierungskarten von Kai Gray haben wir Hallen von Amenti Initiation. Und da möchte ich gerne reingehen, wie immer. Und es geht hier um enthüllte Geheimnisse. Es geht um entdeckte Schätze
und Initiationen. Ja. Deine Botschaft hierzu ist, du befindest dich zurzeit in einer Übergangsphase, einer Art Initiationskammer. Vielleicht empfindest du die Dinge als schwer und herausfordernd. Doch wisse, dass eine Neukonfiguration stattfindet. Energetisch gehst du durch eine Initiation, die dir die Möglichkeit geben wird, die Ängste deines Egos und die Einschränkungen der physischen Realität hinter dir zu lassen. Vielleicht spürst du das Licht nicht, das dich umgibt, weil du momentan mitten in dieser Phase steckst. Doch wisse, dass es in deinem Inneren präsent ist. Es ist möglich, dass du dich frustrierst oder überfordert fühlst. Doch ein Großteil dieser Angst besteht in Wahrheit aus alten Energien, die in den Tiefen deines Körpers gespeichert waren und jetzt losgelassen werden, damit sich deine Schwingung erhöhen kann. Ja, das sind diese alten Kindheitsmuster, Konditionen und Energien im Körper, von denen ich heute schon gesprochen habe. Und dann haben wir als allerletzte Karte die Hallen des Lernens, denn wir sind in der Schule des Lebens. Und wir werden, solange wir hier sind, nicht aufhören zu lernen. Aber wir werden uns immer höher schwingen. Und so geht es hier um den Geistführer. Es geht um Bestätigung. Und es geht um wichtige Lektionen. So schön sehen die aus, die Hallen des Lernens, in denen wir uns gerade befinden. Du bist auf dem Weg, etwas Wunderbares zu lernen. Spirituelle Wesen kommen näher, um dich dabei zu unterstützen. Solltest du mit herausfordernden Umständen konfrontiert sein oder diese gerade gemeistert haben, wirst du aufgefordert, dir genau anzuschauen, was du dabei über dich selbst gelernt hast oder jetzt gerade lernst. Wenn du dich noch immer von einem bestimmten Ereignis überwältigt fühlst oder dich fragst, warum es passiert ist, bitte die Quelle und deine geistigen Führer zu enthüllen, welches Verhaltensmuster, Trauma oder welche alte Wunde zu dieser Herausforderung beigetragen haben. Wenn du dich nicht mit schwierigen Energien konfrontiert siehst zurzeit, liegt es daran, dass du auf deinem spirituellen Weg riesige Fortschritte gemacht hast. Und zwar so sehr, dass sich deine Perspektive geändert hat. So sehr, auf dass du jede Herausforderung und jedes Problem als eine wunderbare Gelegenheit betrachten kannst. Das Portal zu den Hallen des Lernens deutet darauf hin, dass sich deine spirituellen Fähigkeiten gerade sehr stark entfalten. So, ihr Lieben, in diesem Sinne möchte ich schließen. Alles Liebe von Herz zu Herz. Und ich verabschiede mich mit diesem lieben Gruß bis übermorgen, wie ich gesagt hatte. Ja, ich denke mal, übermorgen kann ich wieder bei euch sein. Bis dahin, alles Liebe.